Ich bin Sarah und hätte ein paar Fragen zum Thema Luftfahrt. Die erste ist, ist der kürzeste Weg mit dem Flugzeug auch immer gleich der schnellste? Im Prinzip in der Luft, wenn man denkt, ein Flugzeug kann überall immer gleich schnell fliegen und darf überall hinfliegen, dann wäre im Prinzip der kürzeste auch der schnellste. Wenn du aber denkst auf der Straße, da ist das nicht unbedingt so. Wenn du denkst auf Autobahn, darfst du schneller fahren als auf Landstraßen, dann kann es tatsächlich auch mal sein, dass man einen Umweg fährt, also länger fährt und trotzdem schneller am Ziel ist, weil man ja schneller fahren darf auf der Autobahn als auf der Landstraße. Braucht man für neue Flugzeuge mehr Mathe als für alte? Wenn man denkt, dass man in den neuen Flugzeugen viel mehr misst, viel mehr anzeigen will, viel mehr dem Piloten zeigen will, Hilfestellung geben will, wird auch mehr gerechnet, weil dann mehr modelliert wird, dann muss man ja die ganzen Messdaten verarbeiten, rechnen, man muss dann natürlich auch ein Modell bilden, also wie will man das Ganze rechnen, und das ist, denke ich, bei neuen Flugzeugen wesentlich mehr. Die nächste Frage, wie viele Taschenrechner braucht man, um ein Flugzeug zu bauen? Das ist meine Frage. Deine Frage. Meine Frage? Ja, ich habe drüber nachgedacht. Ich sage jetzt mal, ich brauche einen, den schmeiße ich, dann fliegt das Ding. Und dann ist es so ein Zeug, was durch die Gegend fliegt. Nicht? Jetzt könnte ich aber auch so überlegen, na gut, jetzt baue ich da Flügel ran an den Taschenrechner. Wenn ich es richtig mache, dann fliegt der auch, dann bräuchte ich einen. Und wenn ich jetzt überlege, naja, an einem richtigen Flugzeug arbeiten ganz viele Ingenieurinnen und Ingenieure und die müssen auch mal was rechnen, dann... Wenn jeder so einen eigenen Taschenrechner hat, dann sind das ganz viele Hunderte. Warum braucht man für Flugzeuge Kerosin und kein Benzin? Naja, wir haben ja verschiedene Antriebe, die mit einem Kraftstoff arbeiten. Und beim Auto ist das beispielsweise der Ottomotor, der braucht Benzin. Dann haben wir aber im Auto auch noch den Dieselmotor, da kann man kein Benzin für nehmen, sondern müssen Dieselkraftstoff nehmen. Daran sehen wir, dass verschiedene Verbrennungstriebwerke, Antriebe unterschiedliche Kraftstoffsorten benötigen, und so ist es beim Flugzeug dann auch. Benötigen dann die Turbinen einen speziellen Kraftstoff, das ist dann im Kerosin, und die Kraftstoffe Benzin, Diesel, Kerosin, die unterscheiden sich in ihren Eigenschaften, beispielsweise was die Verbrennung anbelangt, wie schnell sie verbrennen, unter welchen Bedingungen sie verbrennen. Und da muss immer der Kraftstoff auf den jeweiligen Antrieb abgestimmt sein. Dann jetzt die letzte Frage. Warum braucht man heute keine Doppeldecker und Zeppeliner mehr? Naja, das ist nicht ganz so. Man baut durchaus noch Doppeldecker. Das ist dann aber eher so im sportfliegerischen Bereich. In der Zivilluftfahrt braucht man das im Moment nicht. Aus aerodynamischer Sicht ist der Doppeldecker ungünstig, weil durch die ganzen Drähte und Verspannungen, um das, die beiden Flügel miteinander zu verbinden und zu stabilisieren, entsteht sehr viel Widerstand. Es gibt aber Überlegungen für das Flugzeug der Zukunft, quasi so eine Art Doppeldecker wieder zu entwickeln. Das nennt sich dann Boxwing. Sieht dann anders aus, als wir es von früheren Fotos erkennen, aber es wären dann immer wieder zwei Flügel, die mehr oder weniger übereinander angeordnet sind. Also die Idee wird durchaus wieder aufgegriffen, aber dann sehr viel weiterentwickelt. Zeppeline gibt es heutzutage in der Form nicht mehr. Da gab es 1937 das schlimme Ereignis von Lakehurst, wo der Zeppelin in Flammen aufgegangen ist. Nicht? Das hat sich so eingebrannt in die Erinnerung der Menschheit sozusagen. Es gibt etwas anderes, was heute genutzt wird, nennt man dann Blimps. Das sind selbsttragende Zeppeline, die haben also kein Gerüst mehr drin, sondern eine Hülle, und die werden auch nicht mehr mit Wasserstoff gefüllt. Das Hauptmerkmal des Zeppelins ist ja eigentlich, dass er langsam fliegt und nicht so viel Passagiere befördert. Und heutzutage möchte man eigentlich schnell von A nach B kommen. Und gerade wenn es über weite Distanzen geht, dann ist dafür das Flugzeug natürlich prädestiniert. Mit einem Zeppelin könnte man auch große Lasten transportieren, also viel Masse, aber dann halt eben mit geringer Geschwindigkeit, und dafür interessieren sich die Leute nicht so sehr. Dann braucht man große Flächen, um so einen Zeppelin abstellen zu können, parken zu können.
so dass sowas dann vielleicht im Bereich der Freizeitveranstaltungen für Reisen interessant wäre. Vor etwa 15 Jahren gab es nochmal den Versuch, einen ganz großen Zeppelin wiederzubauen für Schwerlasttransporte. Aber es hat nicht aus technologischen Gründen in erster Linie, sondern aus finanzierungstechnischen Gründen noch nicht funktioniert. Danke für das Interview und tschüss.